Servus Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben 1000 Abonnenten erreicht und 1000 Abonnenten, da denke ich mir, zwischen uns gibt es keine Geheimnisse mehr. Deswegen stelle ich euch heute eine Person vor, die ihr schon öfter vielleicht gesehen habt, aber nicht wirklich gesehen habt. Deswegen heute mit mir in Paris, in unserem Interview-Setting, Agent Pink. Agent Pingpong, wie geht es dir heute eigentlich? Gut, und dir? Ja, auch gut, auch gut. Bist du nervös, dass du der Welt gezeigt wirst? Sehr nervös. Sehr nervös. Wie sagt man, rühren wir nicht weiter um den heißen Brei? Ja, Agent Pingpong, die Welt, Agent Pingpong. Yeah! Nein, Spaß. Agent Pingpong. Hallo. Gut, Leute, das ist mein treuer Begleiter, manchmal Feind in meinen bisherigen Videos, meine Freundin, die Larissa. Und ich würde sagen, damit ihr mal ein bisschen was über sie herausfindet, werde ich jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst sie mich in den Kommentaren wissen, denn dann kann ich sie beim nächsten Mal eure Fragen fragen. Na gut. Magst du dich ausschütteln? Nein, passt schon. Das kommt ins Video. Nein, das nicht. Na gut, ich fange einfach mal an. Wenn du mich mit einem Superhelden vergleichen müsstest, wer wäre ich? Ich kenne kaum welche. Superman. Superman. Eindeutig. Eindeutig. Ein Superman einfach, kann ich sagen. Und was machst du so? Also, bist du noch eine Schülerin? Hast du da ein paar extra Runden gegönnt? Oder studierst du schon oder was? Was treibt dich an? Nein, Moment, das ist eine ganz neue Frage. Den letzten Teil wegradieren. Was machst du so? Also, bist du noch eine Schülerin? Hast du da ein paar extra Runden gegönnt? Oder studierst du schon? Oder? Also, ich studiere das Gleiche wie du. Nur, dass ich nicht den Fokus auf neue Medien habe, sondern auf Non-Profit-Organisationen. Ja, und dass ich nicht mehr studiere, sondern schon fertig bin. Alle Reisen außer die Karibik habe ich mit ihr gemacht. Und welche davon würdest du sagen, war die coolste bis jetzt? Eindeutig Asien. Also wir waren noch 3 Wochen dort und nicht nur... Ja, das stimmt. ...ein paar Tage. Ja, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Spaß? Spaß, ja. Also wir waren in Bagan, in so einer Stadt, Moment, wo... wir sind in Bagan. Wir sind in Bagan, in der Stadt, wo, glaube ich, die meisten Pagoden sind. Pagoden sind Kirchen, halt. Oh. Buddhistische, religiöse Stätten. Genau, und im Bagan war alles voll davon. Und dort waren keine Straßen, also es war nicht asphaltiert. Und da wir in der Regenzeit dort waren, hat es halt total geschüttet teilweise. Und dort war voll viel Schlamm dann. Und wir haben uns Elektromopeds ausgebaut. Ja. Mopeds, ja. Und sind dann dort Offroad irgendwie voll in den Schlamm geraten und circa eine Stunde nicht mehr rausgekommen. Welches Land oder welche Stadt, was würdest du am liebsten sehen? Als nächstes? Ja, halt, ja. Hawaii. Hawaii. Wieso Hawaii? Weil ich selten schöne Strände gesehen habe. Und warum und nicht? Das einfach und warum das die Karibik? Dort sein sollte. In Hawaii kann man auch ziemlich viel Action haben. Also viel... Mehr Action als auf einem Strauß zu reiten. Das weiß ich nicht. Was ist so dein größtes Hobby? Ich würde sagen kochen. Ich koche sehr viel, also jeden Tag mindestens ein. Okay, was ist dein Lieblingsessen? Also deine Lieblingsspeise? Einer deiner Lieblingsspeisen? Oder auch nicht? Curry. 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 Jede Art von Curry? Nein. Nein? Mein Curry. Also es ist vegan, aber dann setzen wir uns mal ins Gemüsebeet, Frau Veganerin. Oh Gott. Wenn du auf einer einsamen Eisinsel gestrandet wärst. Eisinsel. Es ist also eine Insel, wo es extrem kalt ist. Was wären 3 Sachen, die du mitnimmst? Habe ich Kleidung? Nein. Einen Ganzkörper, wie heißt das? Overall? Anzug. Jetzt sage ich immer das gleiche wie auf der einsamen Insel. Man muss nur warme Kleidung zupacken. Ja, das sind 2 Sachen auf der einsamen Insel. Also, okay. Du musst schon bedenken, ich meine, die Früchte und das Essen ist vielleicht ein bisschen schwerer zu erreichen. Und vielleicht gibt es anderes Essen, weißt du? Nimm dir Zeit. Ein Fischernetz. Ein Fischernetz? Ja. Glaubst du nicht, dass es eingefroren ist, das Meer rundherum? Wie soll es denn eine Insel sein? Es muss hier irgendwo das Meer kommen. Ah ja. Lebe ich auf einer riesengroßen Eisschorle, wo ich niemals... Nein, oh Gott, das reicht. Das ist blöd. Okay, das ist Wasser, das reicht. Das ist Wasser, ja. Kriege ich Wasser dort? Du bekommst Süßwasser, ja.
Darf ich einen Menschen mitnehmen? Ja. Ja, voll, ich würde dich mitnehmen. Hey! Schau nicht mal Kleider an! Wenn du in einem Dorf leben würdest, in der Wüste, okay, und Superman, also ich, ja, ist böse geworden. Und in dem Dorf? Auf der Welt. Und möchte dich attackieren. Welches Objekt würdest du zur Verteidigung mitnehmen? Wir leben also in einer Welt voller Superpower. Ich bin der Einzige. Du bist das Einzige. Ich muss zurückschießen. Ich schieße, ja. Ich lese. Magst du mich? Ich mag dich töten. Oh. Du willst nur mich töten. Vor allem. Also vor allem mich. Dann würde ich auch einen Laser nehmen. Oder zu blöd. Mein Laser ist stärker und deswegen bist du tot. Anscheinend habe ich einen schlechteren Laser auch noch. Also. Ja, ich bin Superman. Du brauchst. Ist eh schon hoffnungslos. Du brauchst. Das war eine blöde Frage. Dieses Segment nenne ich die schnelle Runde. Schnell wie Superman nenne ich sie. Du hast jetzt 2 Sekunden. Nein, du musst das in Impuls antworten. Ich sag dir eine kurze Frage und du das, was rausschießt. Anderer Hintergrund, wir brauchen etwas Schnelles. Tennis oder Reiten? Reiten. Brillen oder Hüte? Brillen. Ja, was? Oh Gott. Schneller. Okay, Brillen. Ich werde dann versuchen, deine Antworten in ein Bild zu vereinigen. Marokko oder Jordanien? Marokko. Frauen oder Männer? Frauen. Was? Warum? Nein, Männer. Was? Nein, Männer. Was? Nein. Warum Frauen oder Männer? Eine Superman-Frage. Sie challenged. Sie challenged. Männer ist die Antwort. Oh Gott. Okay. Jesus. Kennst du nicht, dass es mit deinem YouTube-Channel zu tun hat? Das weiß ich bei meinen Videos meistens auch. Okay, sehr gut. Regen oder Schnee? Regen. Husten oder Schnupfen? Husten, was? Warum? Oh Gott. Also du bist bereits ein hustender, brillenträgender Reiter in der Wüste von Marokko mit deinen Frauen. Oh Männer, Entschuldigung. Ja, Männer ist die Antwort. Wenn alles regnet. Eine Sache brauche ich noch. Sonne oder Mond? Mond, wer? Gut, beende. Du hast die Superman schnell wie Superman überlebt. Wie war deine Erfahrung damit? Ich hab's gehasst. Ich glaube, ihr habt alle Infos zu ihr, die ihr braucht. Jetzt stellst du mir noch 1, 2 Fragen zu mir. Also du stellst mir Fragen zu dir oder zu uns, okay? Ich glaube, das ist auch noch ein Winkel, von dem man noch gute Fragen finden kann. Warte, Szenarien wechseln wir vorher. Frisch, ja. Okay. Wir sind auf einer einsamen Eisinsel. Okay. Wenn du an mich denkst, was sind 3 Sachen, die du magst, an die du ziemlich immer denkst? Also was sind so die Sachen? Ziemlich immer denkst? Ja, halt, wenn du an mich denkst, dann denkst du hoffentlich positive Sachen. Ja. Was sind so die positivsten Sachen? Ich find dein Lachen cool. Du haltest dich nicht zurück. Du bist einfach ein sehr... Du lachst einfach. Ja, du lachst einfach. Ich meine, es ist halt lauter. Am Anfang irritiert es einen vielleicht ein bisschen. Nein, oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott. Gar nicht, nein. Oh, was bin ich hier raus? Oh Mann. Oh Gott, okay. Zweitens, dein Duft. Ich weiß nicht wieso, vor allem ich sehe es auch. Es gibt nicht so viel Duft drauf, aber ja, manchmal duftet es halt wirklich intensiver. Nicht schlecht. Drittens, denke ich daran, wenn du irgendwie mit einem Menschen interagierst, aber du gerade die Interaktion nicht sicher bist, ob du sie richtig machst oder so komplett unsicher, oder? So mal dumm. Das finde ich cool. Was? Das ist überhaupt nicht cool. Was ist das Coolste, was du bis jetzt mit mir erlebt hast? Ich glaube, es ist wirklich jetzt Moped fahren im Bagan. Also was, echt? Dieser Anblick von dir, wie du mit dem Bike herumschleuderst. Yeah! Na gut, ich glaube, das passt. Wie fandet ihr es? Unser erstes Video gemeinsam. Hinterlasst ein Like für Larissa. Ich möchte, nein, ich, so viel ihr wollt, so viel ihr für angemessen hält. Oh Gott. Nein, aber nicht jeder mag vor der Kamera sein. Und hey, Respekt dafür. Ich finde, für ihr erstes Video, hey, abonniert, damit ihr noch mehr von ihr seht vielleicht, wenn sie sich wieder traut. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Bleibt kreativ.